Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Balloons Tower Defense 6. Wir haben schon wieder eine neue Tagesausgabe und ich wollte mal gucken, wann sich das denn überhaupt resettet. Weil es ist bei mir 10:30 Uhr mittags. Und wir haben eine übrige Zeit von 15 Stunden. Das heißt, vor 8,5 Stunden. Also um 2 Uhr nachts resettet sich das anscheinend. Mhm. Alternative Balloon, habe ich noch gar nicht gespielt, deswegen glaube ich, werde ich das mal. Na, wir können es auf jeden Fall mal testen. Die Tagesherausforderung. Vor allem unsere tägliche Belohnung, ein 000-Druide. Yay! Okay. Cool. Gab es ein neues Update? Ne, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon abgecheckt gehabt. Okay, wir probieren es einfach mal. Stämme, schwer, alternative Balloon. Ich hab bisher noch nie alternative Balloon gespielt. Ich habe keine Ahnung, was das meint. Aber wir gehen es einfach mal an. Konzentrieren uns hart auf das Game. Nö, ist es nicht. Das möchte ich machen. Okay. Versuchen wir es über die Schiene. Hä? Was ist das denn? Okay, warte. Nein, nicht Hauptseite. Ich wollte es weitermachen. Denn wir werden es jetzt einfach verlieren. Und schauen wir mal nach, ob das. Ich weiß nicht, war das die letzte Tagesausgabe? Ich habe keine Ahnung mehr. Zu verkaufen ist jetzt kein Problem. Was soll das denn? Jo. So. Try again. Ah. Okay, ich habe nämlich alternative Blumen noch gar nicht freigeschaltet. Hab mich schon gewundert, hä? Okay, das ist auch noch ein Bug. Müssen ja auch bald beheben. Machen wir sicherlich. Gut. Ich habe mich schon gewundert. Hä? Habe ich dann noch gar nicht? Ich habe die zwar schon mal einmal gespielt. Hier, das hier. War das Stämme? Bam. Confident Unterricht haben wir freigeschaltet. Und die Matschpfützen. Ja, das war Stämme gewesen. Da habe ich ja noch nicht mal schwer gespielt. Genau. Muss ich auch noch. Und danach muss ich noch. Ne, dann habe ich ja schon alternative Blumenrunden. Okay. Jo, ach, wenn ich hier gleich schon dabei bin, dieses Doppel-GP-Morbs, das hat nicht, das hat nichts mit dem Armor-Piercing zu tun gehabt, was mir einmal gesagt wurde. Das hatte, Armor-Piercing war bei den, ich glaube bei den U-Booten da gewesen. Das ist einfach Doppel-GP, ist halt Doppel-Gesundheitspunkte-Morbs, das heißt, die Morbs haben einfach doppelt so viel Leben. Wurde mir geschrieben, den Kommentar werde ich später nochmal vorlesen, aber einfach nur, um es gezeigt zu haben, was ich hier meine. Falls dann später, wenn ich es erkläre, gewusst wird, was ihr, oder... Ihr wisst, was ich meine. Okay, das ist natürlich ärgerlich. Wollen wir das versuchen? Das können wir auch machen. Versuchen wir es mal. Hauen wir das auch schwer raus. Ich habe Quincy jetzt mit dabei. Ich hätte Gwendolyn mitnehmen können. Okay, die Baumstämme kann man nicht verkaufen. Ja, ich fange auch auf Runde 3 übrigens an, ne? Es gab jemanden, der geschrieben hatte, dass es voll doof ist, dass man auf Mittel und Schwer auf Runde 3 anfängt. Ich guck mal ganz kurz die Skills durch, ob es hier irgendwas gibt, was das macht, weil eigentlich finde ich das jetzt nicht unbedingt vorteilhaft. Ne? Nö, ist ein Bug, ne? Das ist ein Bug, dass man auf Level 3 anfängt. Ja, auf Runde 3, auf Welle 3. So, wir werden auf jeden Fall mal Gwendolyn nehmen. Und dann machen wir es nochmal. Ist echt merkwürdig, muss ich sagen. Ne? Finde ich auch. Warum man hier auf Level 3 anfängt, ist mir gerade erst aufgefallen. Also auch erst gerade aufgefallen. So, okay. Es ist keine leichte Runde. Ne? Ich habe voll Bock auf Druiden.
Mir wurde doch gesagt, ich soll mal den unteren Zweig nehmen von dem Druiden, weil das mega OP sein soll. Ne, Racheherz und so weiter. Genau, das hier Zorndruide soll super geil sein. Was kostet das? 2700. Na, machen wir den unteren. Machen wir mal den unteren Zweig mit. Irgendwie doof, ich will noch gar kein Leben verlieren. Achso, komm hier nochmal vorbei. Alles gut. Dornenschwarm. Ja, ein paar mehr Dinger. Ah, die Ranken müssen sein, die müssen sein. Ja, wie gesagt, Druid ist mega stark. Kann man hier mal ausprobieren, warum nicht? Auch wenn ihr vielleicht wieder. Ich habe wohl ewig keinen Druid mehr benutzt, ne? Jetzt kann keiner meckern, dass ich den die ganze Zeit benutze. Wachherz brauche ich gerade nicht. Eichenherz eigentlich auch nicht. Dann können wir auf jeden Fall einen zweiten Druid hinsetzen. Machen wir hier vorne mal eine schöne Druidenarmee hin. Mach mal hier. Machen wir den Donnerblitz? Das soll auch mega stark sein. Weil der Donnerblitz wäre ganz vorne ganz cool gewesen. Egal, mach mal. Mach mal den Donnerblitz. Nee, ist auch doof. Mach mal einen Dornenschwarm. Gucken wir uns das einfach mal an. Und danach kommen die alternativen Blumenrunden. Das machen wir für eine Tagesmission. Auch wenn ich davon ausgehe, dass ich jämmerlich versagen werde. Aber ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken. Die Tagesausrüstung zumindest probieren, ne? Das Racheherz bringt mir leider noch nicht so viel. Weil einfach noch kein Blumen durchkommt. Aber das ist aber auch keine unbedingt schwierige Map ist, ne? Kommt ihr kleinen Dornranken. Bin gespannt. Okay. Dann können wir ja mal kurz ein paar Kommentare durchgehen. Ich habe heute Morgen, also ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch, drei Tage lang und Donnerstag, gestern war Donnerstag für mich. Dann vier Tage lang keine Kommentare beantwortet und ich habe ernsthaft eine Stunde gebraucht, um alles zu beantworten. Crazy shit auf jeden Fall. Nochmal mit Sonderherz. Und das ist echt, echt krass. Also schön, dass ihr so viele Kommentare schreibt. Haben wir natürlich wieder einige rausgenommen, die ich beantworten kann, möchte. Hier ein bisschen ausführlicher. Und vielleicht auch was für alle ist. Ne? Das hat mehr Leute die Informationen bekommen, als nur derjenige, dem ich antworte. Oh. Fallen Angel hatte geschrieben, wenn du nochmal nur Druiden machen willst, nimm für die Tamluns ein Magier mit Schimmer am Anfang. Ich denke, das ist besser als Ninjas. Kann man hier auf jeden Fall mal machen. Ich habe nämlich noch nichts gegen Tamluns. Alle die schnell, die Viecher. Das ist in der Tat korrekt. Machen wir einfach einen Affenmagier hin. Mit Schimmer. Müsste unter A2 sein, ne? Ja. Ja, dauert aber noch ein bisschen, bis ich mir das wirklich komplett eingeprägt. Oh, da ist ja schon einer durch. Bis ich mir das komplett eingeprägt habe, wird es noch eine Weile dauern. Okay, ich verliere ein Leben. Shit happens. 99 ist eh viel besser als 100. Ah, hätte ich Lenkmagie wahrscheinlich machen können. Vielleicht hätte ich ihn dann noch killen können. Genau, zu den Lila Bloons auch. Wurde mir auch geschrieben, was die machen, weil ich hab im Video nachgeschaut. Ich habe es nicht gefunden, ehrlich gesagt. Ne? Ich habe keine Ahnung, wann das mal erklärt wurde, diese Bloon-Art. Die Lilanen sind anscheinend immun gegen Magie. Das heißt, wenn so ein Zaubereraffe drauf schießt, deswegen hat man es auch gerade gesehen, der hat keinen Damage gemacht, die sind einfach weiter. Behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es exakt genau gesehen zu haben. Aber ja, die sind immun gegen Magie. Hätte er gedacht, wir bräuchten ein bisschen mehr Platzkraft. Oh. Dumm. Machen wir gleich mal das Schimmer.
gegen die ganzen Tarnbloons, die aber wahrscheinlich gleich kommen werden. Bam. So. Das ist schon ziemlich gut. Dann die Nekromantenarmee, weil ich auf jeden Fall auch noch skillen. Racheherz. Ups. Ups. First skilled. Das ist ja doof. Na gut. Dann noch einen. Kann man einen hier hinsetzen? Geht tatsächlich, man muss nur den entsprechenden Pixel finden. Na komm. Boah, macht mich ein bisschen böser, ne? Ja, da ein bisschen mehr Platz. Oh, der Zornruide für 650. Was machen wir hier noch Schönes? Noch ein Donnerherz oder ein Eichenherz? Oh, machen wir ein Eichenherz. Platzlust. Also wirklich viel Defense habe ich noch nicht, ne, muss ich sagen. Der ist jetzt noch nicht so geil, der Druide hier. Nochmal ein Ding zu einem Sturmdruide. Nochmal einen Dschungeldruiden. Davon habe ich noch bis zum Moab. Können wir dafür nehmen? Ein bisschen Geld kriege ich ja noch. Hier. Bin nicht so geil drauf, ehrlich gesagt, gerade. Oh, der ist schon cool. Der Schimmer. Aber ich bräuchte auf jeden Fall irgendwie noch mehr. Einer reicht, glaube ich, nicht. Machen wir es wie eine Nekromantenarmee, oder? Ungeplatzte Armee. Ist jetzt nicht ganz so eine geile Defense, muss ich sagen. Gefällt mir jetzt nicht so sehr. Zumal der irgendwie noch nicht so richtig wirkt. Boom, da sind sie. Das ist so cool. Wie sie einfach hier alle durchstürmen. Ja, das ist irgendwie doof. Ich glaube, der würde durchkommen, oder? Kommt der durch? Das wäre voll uncool. Hätte ich doch mal einen Sniper gesetzt. Ach, easy, ist doch kein Thema. Ich habe verloren. Naja, noch nicht ganz. Alles gut. Alles gut, I'm Warp ist da. Easy. Okay. Na, Gwendolyn ist jetzt noch nicht so geil. Und stärkst, damit er die Mob schon mal killen kann dann später. Okay. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, bevor wir gleich weitermachen, na, sonst wird die Folge wieder so ewig lang, machen wir kurz mal eine kleine Pause. Sehen uns in der nächsten Folge wieder, Balloon Star Defense 6. Bis dahin, ciao.